Grüezi, Bonjour und Kuckuck aus der Schweiz, dem Elsass und dem Schwarzwald. Ich nehme euch heute mit auf eine geheimnisvolle Reise zu geheimnisvollen Plätzen. Und zwar gibt es heute dreimal Bällchen. Es gibt ein Bällchen in der Schweiz, einen Bällchen in Frankreich und ein Bällchen in Deutschland. Und wenn man diese drei Bällchen miteinander verbindet, erhält man exakt ein Dreieck. Unsere keltischen Druiden vor über 2000 Jahren haben sich das zunutze gemacht und damit einen gigantischen Sonnenkalender erstellt. Das heißt, sie konnten alle astronomischen Jahreszeiten über diesen Sonnenkalender definieren, wussten, wann es Frühling, Sommer, Herbst und Winter ist. So, ich nehme euch heute mit zum Schweizer Bällchen, der oder die Bällchenflü. Das ist der hier, auch ein wunderschöner Aussichtsberg, sieht man hier drüben nochmal sehr schön. Und alle drei Bällchen liegen innerhalb von 100 Kilometer in Deutschland, Schweiz und Frankreich. Auch der Feiertag des keltischen Sonnen- und Lichtgottes Belenus am 1. Mai wird durch die Landmarken exakt angezeigt. Belenus ist vermutlich auch der Namensgeber für Bällchen. Der Ballon vom Elsass, wie er sich nennt. Ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen, aber es ist hier auch sehr, sehr windig, was natürlich auch daran liegen könnte, dass es einfach Winter ist. Thank you.
Und das hier ist der letzte Bällchen. Der Bällchen im Schwarzwald in Deutschland. Inzwischen hat es geschneit. Der Bällchen im Schwarzwald ist über 1400 Meter hoch und bildet, wie gesagt, mit dem französischen und dem Schweizer Bällchen zusammen ein rechteckiges Dreieck.